Das Machtwort von Olaf Scholz hat also offenbar den Durchbruch bei den Verhandlungen dafür gesorgt, vor allem eben auf der deutschen Seite. Was bedeutet denn dieses Ja von Deutschland für die Grünen und für die Stimmung in der Ampelkoalition? Das wird zunächst einmal die Stimmung in der Ampelkoalition nicht befördern, weil die Grünen jetzt hier eigentlich eine Schlacht verloren haben. Die Grünen haben traditionell eine Position, die für wesentlich großzügigere Asyl- und Zuwanderungsregeln eintritt. Und das haben sie nicht durchsetzen können, eben auch, weil sich gezeigt hat, dass Deutschland jetzt schon sehr alleine da in den europäischen Verhandlungen stand. Man sieht es, wenn man das sagen darf, Annalena Baerbock ein bisschen an, dass sie hart verhandelt hat und so richtig glücklich mit dieser Einigung, die ja kurz bevorsteht, nicht sein kann. Trotzdem verkauft sie das ja jetzt als guten Kompromiss. Was sagt denn die grüne Basis Ihrer Meinung nach dazu? Die wird in Teilen sicherlich nicht zufrieden sein. Das wird noch schwierige Diskussionen geben. Aber Frau Baerbock hat natürlich auch angesprochen, dass die Situation eben so ist, wie sie ist. Der Druck ist groß und der Einigungsdruck ist eben auch groß, weil wenn man diese Regelung jetzt nicht vor den nächsten Europawahlen fertigstellen kann, dann wird das wieder sich um lange Zeit verzögern, weil dann die Mehrheiten und die Mitverhandler neu gemischt werden sozusagen. Und deswegen muss da jetzt was passieren. Und Deutschland ist eben nicht alleine, sondern nur einer der Mitgliedstaaten. Das wird das Argument auch sein gegenüber der eigenen Basis. Schauen wir einmal auf Olaf Scholz. Es heißt ja, ich habe es heute Morgen mehrfach gehört, natürlich vor allem von der Opposition, dass sich der Kanzler viel zu lange beim Thema Asyl nicht klar positioniert hat, zu leise war. Jetzt offensichtlich ein Machtwort, das muss man immer in Anführungsstriche setzen. Hat Olaf Scholz Ihrer Meinung nach zu lange nicht klar Position bezogen? Also das kann man ihm schon vorwerfen. Er hat einen Regierungsstil, das hat man schon auch in anderen Streitfragen auch schon beobachten können, bei dem er vieles lange laufen lässt und sich gewissermaßen in der Deckung hält, um dann zu einem Zeitpunkt, wenn er meint, es geht nicht mehr anders, gewissermaßen ein Machtwort zu sprechen. Das ist in einer Koalition, die drei starke Partner hat und wo nicht einer ganz deutlich dominiert, natürlich schon eine schwierige Art zu regieren. Und das kann natürlich zu Verdruss auch innerhalb der Koalition führen. Eine andere Möglichkeit wäre, so ein Prozess, auch so ein Diskussionsprozess durch eigene Positionierungen deutlicher selbst zu steuern. Ganz herzlichen Dank, Thomas Pogundke, für den Moment. Herr Pogundke, man möchte fast fragen, was ist denn da los im Adenauerhaus, oder? Hat sich Friedrich Merz da vielleicht ein bisschen in der Wortwahl vertan? Also er hat das schon mehrfach gezeigt, dass er nicht besonders vorsichtig formuliert und dann häufig auch in die Not gerät, obwohl er zumindest inhaltlich teilweise recht zu haben scheint, dass er dann wieder zurückrudern muss. Und das ist so ein Beispiel, wo er zuspitzt über das hinaus, was er dann auch in dem Diskurs und in der Diskussion durchhalten kann. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sehen, die Reaktionen, die ja sehr scharf sind, haben natürlich auch mit den bevorstehenden Wahlen zu tun. Also da würde ich von beiden Seiten ein bisschen rhetorische Abrüstung anraten. Sie sagen es gerade selbst, es ist nicht das erste Mal, steht auch außer Frage, dass das Thema Migration die Menschen gerade sehr umtreibt. Nicht nur natürlich, weil wir mitten in Wahlkämpfen, Landtagswahlen sind. Wen möchte Friedrich Merz denn ansprechen und wen spricht er an? Nee, er spricht in erster Linie das Problem an, dass natürlich große Zahlen von Asylbewerbern auch Kosten verursachen. Wie er das angesprochen hat, da kann man sicherlich darüber diskutieren. Er hat sicherlich auch Wähler am rechteren Rand der CDU im Blick. Wir haben seit Monaten jetzt eine sehr aufgeregte Diskussion über die steigenden Werte der AfD und dass wir das schon ein Stück weit mit einkalkuliert haben. Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Idee da ist, eben gerade in Wahlkämpfen dann die Argumentation, auch den Sprech sozusagen von der AfD zu übernehmen, um da Wähler zu holen. Aber funktioniert hat das doch noch nie, oder? Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Da ist ehrlich gesagt auch die Wissenschaft ein Stück weit unterschiedlicher Meinung. Das hängt immer davon ab, ob man jetzt ein Thema gewissermaßen hochzieht oder ob das Thema ohnehin schon in der Diskussion präsent ist. Und jetzt ist es ja seit Monaten so, dass das Thema steigende Migrationszahlen die Debatte auch ein Stück weit dominiert. Insofern ist es richtig, wenn man darüber redet. Was man sicherlich kritisieren kann, ist die Wortwahl.
Letzte Frage vielleicht noch. Es gibt ja auch Kritik aus der eigenen Partei. Wie viel Rückhalt hat denn Friedrich Merz gerade? Naja, wir sehen schon seit längerem, dass die Position von Merz nicht so ganz unumstritten ist. Das ist aber auch nicht überraschend, weil die CDU auch 2 Jahre nach dem Ende der Ära Merkel eben noch nicht so richtig wieder hundertprozentig Tritt gefasst hat. Da gibt es schon unterschiedliche Orientierungen. Man unterscheidet immer gern zwischen den Merkelianern und den anderen. Und an solchen Punkten brechen natürlich solche Konflikte wieder auf. Ganz herzlichen Dank, Thomas Burgundke, für Ihre Einordnung an dieser Stelle.